Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu Let's Find Paul Baker. So, wir sind immer noch auf der Suche nach dem freundlichen Kollegen. Ah, da draußen war noch jemand gelegen. Stimmt. Vielleicht war es ja der. Um herauszufinden, wessen Fingerabdrücke wir dann verwenden können. Das machen wir jetzt einfach mal schnell. Ich habe jetzt keinen Bock, da die ganze Zeit eine Unterbrechung zu machen, dann weiterzusuchen und so weiter drum. Ach, fuck you. Weg. So, Objekt. Wir verwenden den Fingerscanner. Schnauze. Oh. Keine Arme, keine Kekse. Der hat irgendwie nicht mehr so wirklich so, ne, oder? Ich probier's nochmal hier, ob's dann vielleicht. Nee. Scheiße. So, da hinten in dem anderen Hilfsgeneratorraum. So, war hier noch irgendjemand gelegen? Nope. Die freundliche Echse unseres Vertrauens ist aber wieder da. Ja, spring den Zaun an. Sollst du den Zaun anspringen und nicht mich, Mistvieh. Tschüss. Diese blöden Dinge wirken auch nicht sonderlich lang. So. Equip, Munition, Schrot, Nutzen. So. Wo könnte noch ein anderer. Wie hieß denn der andere, den wir dabei hatten, hieß Tom, ne? Der leider verstorben ist. Da drin war auch niemand. Gehen wir mal da runter. Nein. Ich habe aber auch keine Ahnung mehr, wo wir die ID-Karte gefunden haben. Das ist jetzt auch nicht gerade so hilfreich, ne? Na, zur höchsten Not muss ich halt kurz gucken, ne? So, hier lag definitiv niemand, aber hier ist ein Regal, was wir rumschieben könnten. Schiebe. Tada! Sticker! Dass ich das erst so spät rausgefunden habe, dass man diese schönen, lustigen Regale umschieben kann. Das ist nicht schon wieder dein Ernst, oder? Was ist denn das Vieh? Hört sich mir so nach da an, ne? Ausführungsraum B1. Bist du Paul Baker? Der scheint aber auch nicht mehr allzu viele Arme zu haben. So tendenziell so gar keine. Willst du es lesen? Ja, heute erledigen. Bla 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 bla. Kein Name. Objekt. Bam 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 bam. Nope. Okay, wenn die Leichname wirklich keine Arme haben, scheint es wirklich nicht zu funktionieren. Aber war vielleicht Tom unter falschen Namen drin? Na, sehen gleich die Decke. Lass mich mal vorbei. Halle B1. So, da kommen wir nach wie vor nicht durch, ne? Nicht da irgendwas aktiv. Nichts. Nö. Regina, what's taking so long? We've got a job to finish. We found Tom. He didn't make it. That idiot. How do things look over on your end? I'm in the lab area. I know the doc's still hiding around here somewhere. I can see an elevator from here. Maybe I can use that to go down from the first floor. Ja, aber nicht, wenn wir nicht Paul Baker vorher finden.
Besonders That Idiot wird mit Armer Kerl übersetzt. Ja. Wenn wir nicht frei übersetzt. Da sind wir die kleinen Arschviecher. Das ist ein toter Raptor. Da werde ich wohl keine Fingerabdruckteile kriegen, außer vielleicht aus einem unverdauten Arm in seinem Magen. So, was haben wir denn hier? So, bist du vielleicht Paul Baker? Objekt. Fingerscanner nutzen. Netbreitsdaten überschreiben. Ja. Und gesammelt. Kann ich mich irgendwie ausruhen? Ein Krankenbett. Es gibt kein Zeichen, dass es benutzt wurde. Nichts sieht nützlich aus. Diese kleinen blöden Schlösser, ne? Kann ich natürlich nicht aufmachen. Nein, das geht nicht. So, hier gab es keine zweite Tür oder so? Nee, ne? Na gut, dann speichern wir mal. Dann muss ich jetzt mal wieder hoch in dieses andere Teil und gucken, ob wir vielleicht mit Toms mit Toms Fingerabdrücken weiterkommen. So, also mal sehen. Hier ging es doch irgendwo nach oben, ne? Jawohl. Hinauf. Steuerzentrale. Warte mal, ich bin gerade noch schwer im Überlegen, wie ich dann hinüberkomme. Ja, ich muss hier einfach durch und dann. Nee. Durch, hoch, rüber. Oh, leck, das wird wieder eingescheiße. Nein. Komm, du willst mir jetzt verarschen, oder? Wo kommt der jetzt her? Den habe ich doch extra weggepustet. Mann, respawnen die nach einer Zeit, oder was? Das ist ekelhaft. Das kam unerwartet. Ich dachte jetzt, dass ich da meine Ruhe hätte. Findest du einmal Schrot, ne? Und dann kommen sie schon wieder alle, die blöden Viecher. Du. So, ich muss da hinten ums Eck und dahinter. Abseilen? Ja, bitte. Blup. Leave me alone. Blöde Eidechse. Alter, ich war doch schon an der Tür. Hau ab. Acht, 104 war es, ne? Dann probieren wir es mal. Aber allzu viele Leichen mit Armen gibt es hier nicht in dem Spiel. So, dann mal hier so hin. Tipp. So. Objekt. Wir verwenden den Fingerscanner. Nein, nicht den Fingerscanner, sondern wir verwenden den die ID-Karte. Nutzen. Jetzt ist hier Schreibschutz, Person registriert, bla bla bla. Dann ist die 5, 8, 1, 0, 4. Verifiziert, bitte geben Sie Fingerabdruckdaten ein. Ja. Fuck. Das Memo. Ist da irgendwo, wo ich den finden kann, vielleicht? Transferdokumente sind noch nicht eingereicht worden. Paul Baker. Früher Sektion Spezialflugzeugexperimentierraum, jetzt Sektion 3 Energiestabilisatoren-Experimentierraum. Nicht.
da will ich gerade nicht hin. Aber da hinten, wo der andere Dino auf mich wartet, waren wir da eigentlich auch mal da, wo ich das Gitter deaktiviert habe? Falls ja, wo kommen wir da hin? Ach, das war mit dem verschlossenen Exit, ne? Scheiße, verpiss dich! Ja, ja, deine Mutter hat einen schuppigen Arsch, genauso wie du. So, dann schauen wir mal dadurch. Aber sie hält gerade ziemlich viel aus. Also, wurde jetzt ja dreimal getroffen. Ja, aber solche Schmerzen hat sie noch nicht, ne? So, ich gehe jetzt mal in den Steuerraum. Jupp. Zip. Mal gucken, vielleicht finde ich ja da irgendwelche Hinweise, wie wir zu Paul Baker kommen. Muss ich den vielleicht überhaupt noch gar nicht einrichten? Dass ich mit der Karte, die ich jetzt schon habe, darunter käme. Wir probieren's. So, speichern wir aber noch kurz. Sicher ist sicher. Einmal rein, einmal raus, die Spielstand speichern. Jep, jep. Ja, ja, Autosave oder irgend so ein Blödsinn oder Self-Heal und lauter so ein Zeug. Nee, nee, das gab's damals noch nicht. Entweder man hat es gekonnt oder man war tot. Ganz einfach. Beziehungsweise musste dann neu laden und es wieder probieren. Und es ist keine Schande, in diesen alten Spielen mal einen Spielstand zu laden, weil man sich ein wenig verfranst hat. So, gehen wir mal hier rein. Steuerzentrale First Floor. So, hast du mir irgendwas Neues zu erzählen? Bist du vielleicht Paul Baker? Nee. Hat mir gar nichts zu sagen. Ah, doch. What? Oh, I don't see any signs of the Doc here. Na gut. Dieser Fahrstuhl kann mit den Daten dieser D-Karte offenbar nicht benutzt werden. Fuit, 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 fuit. Mir gehen langsam die Ideen aus, wo noch eine Leiche namens Paul Baker rumliegen könnte. Das macht mich jetzt etwas... was nerfy nerf. Wir haben doch jetzt alles nochmal abgesucht gehabt. Wir waren in dem Büroraum, wir waren vorne, wir waren unten in den Generatorenräumen. Die ganzen Leichen, die da lagen, die hatten alle nix. Aber ich habe auch nur zwei gefunden, von denen man die Fingerabdrücke hat nehmen können. Ja, ja, hier mich auch, kleine Mistviecher. Halle B1, laufen wir mal da durch. So, das funktioniert hier nach wie vor noch nicht. Materialzugang. Ich suche jetzt hier noch ein bisschen rum, also ich würde da dann auch nicht den Speicherstand wahrscheinlich überschreiben. Einfach mal probieren, diesen Typen zu finden. Tschüss! So. Dann war hier noch eine Tür, aber da sind wir vorhin hergekommen, genau. Dann gehen wir es mal da rein. Ausführungsraum, dann fahren wir mal hoch, ob da oben vielleicht noch irgendwas war. So, der hatte keine Finger mehr. Da liegt auch niemand. Gross ist fast. Dann fahren wir mal hoch und gucken, ob wir da irgendwas finden. Ja, so schön ist die Animation jetzt auch nicht, dass ich die so oft sehen müsste. Mann. Ich komme jetzt oben T-Rex und frisst mich gleich und ja. Würde mich zumindest nicht sonderlich wundern. Lebig Fahrstuhl. So. Dieser Aufzug wird wahrscheinlich noch nicht funktionieren, ne? Nein. Das große Tor kann ich nicht verwenden. Ah.
Bei den Kisten liegt da noch was? Nein. So, dann gehen wir mal hier rein. Steuerzentrale. So, hier liegt etwas Blut, aber das ist das Blut von unserem Compadre gewesen. Ansonsten kann ich hier nichts entdecken. So, noch irgendwas? Kann ich hier was? Private Sachen nicht zu nutzen, okay. So, das machen wir jetzt auch schon in der Folge, dass ich immer hintergucke. Ich glaube nicht, dass ich Paul Baker hier finden werde. Ja, ja, ihr blöden Arschgeier, haut doch ab. Euch mag eh keiner. Fahrstuhl, Stromversorgung, mal schauen, ob wir da irgendwas finden. Ah, dieses liebliche Geräusch, oh ja. Das ist doch Musik in unseren Ohren. So, hier irgendwo was. Nö. Gut, Freunde, ich werde es mal ergoogeln, wo ich die Fingerabdrücke von Paul Baker finden kann, weil ich habe jetzt eigentlich schon alles gut abgesucht. Und möchte euch jetzt nicht langweilen, dass wir dann noch länger rumeiern. Kann ich die Tür da öffnen? Nein. Ja, wir haben ja einen Speicherpunkt, der da in der Nähe sein sollte. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal. Servus.